Guten Abend. Das war ja heftig, was heute über unser Land hinweggezogen ist. Orkantief Dorian schwächt sich nun aber langsam ab und wandert nach Osten. Es wird wieder ruhiger, allerdings mit der nachströmenden Polarluft auch deutlich kälter. So lässt schon heute Nacht der stürmische Wind nach und der Regen geht in Schneeregen über. Bitte Vorsicht, bei Tiefstwerten bis minus 4 Grad gibt's wieder mal Glatteis. Ja, etwas mehr Glück bei diesem Schmuddelwetter hat Schleswig-Holstein. Da ist es morgen den ganzen Tag lang recht freundlich. Im Rest des Landes müssen wir uns verbreitet mit Schnee oder Schneeschauern anfreunden und auch tagsüber mit Eis auf unseren Straßen rechnen. Am Nachmittag gibt es noch ein paar glückliche Gewinne dazu. In einem Streifen von der Nordsee bis nach Sachsen blinzelt endlich mal wieder die Sonne hervor. Südlich des Mains bleibt es leider bedeckt und dazu fallen noch mal bis zu 15 cm Schnee. Es kühlt stark ab. Die Höchstwerte liegen im Norden und Westen nur knapp über dem Gefrierpunkt. In Thüringen, Sachsen und auch hier in Bayern, da bleibt es tagsüber frostig. Am Sonntag bleibt dann wenigstens der Norden trocken, aber auch nur kurz, denn am Montag kommt ein neues Tief herangerauscht mit Regen, der auf den gefrorenen Boden fällt. Und das bedeutet wiederum Glatteis. Naja, das sind doch beste Aussichten, um zu Hause gemütlich die Weihnachtsgeschenke einzupacken.